14 Uhr deutscher Zeit, ist 15 Uhr Zeit in Helsinki und damit willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, so läuft das eigentlich immer so bei uns ab, dass wir gewisse Sachen, die wir ja vorher schon so ein bisschen wissen, nicht vorher posten dürfen, also vor einer gewissen Uhrzeit. Das wird meistens dann mit Clash of Clans zusammen gemacht oder mit Supercell zusammen gemacht. Und das finde ich eigentlich auch sehr, sehr gut. Ich denke mal, das ist auch nichts Unbekanntes aus anderen Games, wo es halt darum geht, die Geheimhaltung noch geheimer zu halten. Damit nicht irgendeiner meint, er müsse jetzt irgendwas rausleaken, was dann rauskommt, und dann ist die ganze Vorfreude einfach weg. Ja, es gibt das Juni 2022 Update und es gibt aber erstmal, oder das fängt so an wie viele, viele Updates hier in Clash of Clans anfangen, erstmal mit so ein bisschen Balancing, also ein bisschen Balance Changes. Und ich mache mir das heute mal wieder ganz, ganz einfach. Ich springe mal wieder munter mit euch in die, auf meinen Desktop. 1, 2, 3, zack, da ist er. Und dann kann ich euch das so ein bisschen zeigen, wie wir das dieses Mal bekommen haben. Finde ich sehr, sehr gut im PDF-Format. Ich meine, sei dahingestellt, ob das jetzt gut oder schlecht ist, aber ich meine, die Arbeit, das Ganze jetzt auszuschneiden, die Tabellen hier für euch immer noch dazu aktuell zu halten, das finde ich schon ein bisschen, ich will nicht sagen übertrieben, aber ich meine, dies macht es ja ein bisschen einfacher. Also, es gibt ein paar Balance Changes, die gucken wir uns auch an, kurz und knapp. Es gibt bei dem Clan-Kapitel Raid Medals, also bei den Überfall-Medaillen, hatte ich gestern ja sogar angesprochen, ne, dass es nicht mehr als 5000 gibt, aber Supercell hat sich da was Tolles einfallen lassen. Und es gibt, das ist was ganz Dickes hier, es gibt ein, ja, da gucken wir mal genau rein. Wir müssen nämlich noch einen Screenshot festhalten, wie Clash of Clans mal war. Denn irgendwann kommt ja eine Folge, so war das früher. Und da gehören diese Flaggen natürlich mit rein. Ich finde es ein bisschen traurig, muss sagen, aber kommen wir gleich zu. Also erstmal die Balance-Updates. Ich nenne das ja immer gerne Verschlimmbesserungen. Und was sich Supercell auch dabei gedacht hat oder nicht dabei gedacht hat, gibt es tatsächlich an den Mauern jetzt neue HP, also mit HP ist gemeint Heal Points. Und ihr seht, ab Level 9 nehmen die ein wenig ab. Das heißt also, die Mauern haben nicht mehr so viele Trefferpunkte. Soll vielleicht auch immer mal wieder eine gewisse Truppe hier ins Spiel zurückholen. Kann ich mir so ein bisschen vorstellen. Oder aber, dass die Mauervernichter nicht mehr so effektiv gespielt wurden jetzt, weil natürlich die Mauern extrem viel Healpoints haben, aber ihr seht das selber, alte Healpoints, neue Healpoints. Ich muss euch das nicht unbedingt vorlesen, denn wenn ihr mein Video hier guckt, gehe ich immer davon aus, dass ihr es wenigstens lesen könnt. Wer es nicht kann, ist übrigens auch nicht schlimm. Da gibt es ganz, ganz viele Leute, denke ich mal, immer noch auf der Welt. Man kann sich dieses Dokument auch vorlesen lassen. Die Bogenschützentürme bekommen auch etwas weniger DPS, also die sind nicht mehr ganz so stark. Ist aber nur, ich nenne das immer nur klein Increase, also 116 zu 112, 122 zu 120. Ist also nur ultra, ultra minimal. Genau wie bei dem X-Bogen auch. 155, 150 und 175, 70. Auch erst ab Level 6 und 7. Also alles, was drunter ist, bleibt dann natürlich. Das ist auch genauso bei den Bogenschützentürmen so. Und die Inferno Tower bekommen auch ab Level oder bei auf Level 6 82 bis 2000 DPS, machen demnächst ein bisschen weniger, 80 bis 1950. Wie sich das Ganze denn letztendlich auswirkt, ist natürlich immer so, mal ausprobieren, ob meine Truppe jetzt ein ganz kleines bisschen länger lebt. Ist, ja, ich meine, es sind 50 Trefferpunkte und im Start halt 2. Oder nicht Trefferpunkte, sondern DPS. Damage per Second, so heißt das. Die roten Luftminen bekommen auch einen ganz kleinen Buff, so heißt das ja. Nerf und Buffs, deswegen heißt die Folge auch so. Also es wird was runter genervt oder es wird etwas gebufft. Hier bekommen die roten Luftminen einen neuen Buff verpasst. Ab Level 5 steigert sich das Ganze bis auf Level 9, dann 290 alt, 325 neu. Okay, Heiler aufgepasst. Kann ich da nur sagen, der Minenwerfer hier bekommt auch neue HP, also immer etwas mehr. Das heißt also, er hält demnächst ein bisschen mehr aus.
finde ich im unteren Bereich hier schon heftig. Also die alten Trefferpunkte 1600 und jetzt 350 drauf. Das finde ich schon ganz schön viel, muss ich sagen. Naja, aber sei es drum. Die Adlerartillerie hatte vorher die Eigenart, dass sie in verschiedenen Rathausstufen zu verschiedenen Truppen erst aktiv wurde. Also wenn Truppen gesetzt werden, Zauber gesetzt werden oder Helden gesetzt werden. Das ist jetzt nicht mehr so. Für alle Level bei 200 Truppen, also wenn ihr 200 Truppen raussetzt und mit Truppen ist nicht nur Truppe gemeint, sondern auch Zauber und Helden, wird die Adlerartillerie demnächst aktiviert. Also auch das finde ich sehr, sehr sinnvoll. Denn ich konnte mir das nie merken, ab wann wird jetzt der Adler, was kannst du noch rausspielen? Ah, okay, den Heil kriegst du noch raus, aber danach nichts mehr und so weiter. Oder halt den Wut. Und so kann man sich darauf einstellen, dass bei 200 muss man dann halt mal gucken, wie weit man eigentlich mit dem Queen Charge kommt, bevor der Adler aktiv wird oder nicht aktiv wird. Es gibt bei den Truppen ein bisschen neue HP. Also ihr seht, die Packer bekommen etwas mehr Trefferpunkte, ist auch minimal, sind immer so, ich glaube es sind, so wie ich das sehe, immer 200 mehr ab Level 2, also schon recht frisch und recht früh. Okay, also da wird es in den unteren Rathausstufen sicherlich wieder sehr, sehr interessant werden, wenn es darum geht, mal einen ordentlichen Packerwalk zu spielen oder so. Ah, da kann ich finde das sehr, sehr gut. Die Sneakies hier mit ihren jetzt noch weniger DPS ist nicht so tragisch, finde ich. Also so ein bisschen bemerke ich gerade, alles was links ist hier auf dem PDF ist buff und alles was rechts ist nerf. So habe ich jetzt gerade so ein bisschen das Gefühl. Level 7 und Level 8 etwas mehr oder beziehungsweise etwas weniger DPS, aber na, ich denke immer noch eine sehr, sehr starke Truppe hier, die Sneaky Goblins. Und die Riesen bekommen etwas mehr Trefferpunkte. Also ich hatte ja gesagt, Supercell will sicherlich auch immer mal wieder eine Truppe, ich nenne es immer so, zurück ins Spiel bringen, die nicht mehr so viel gespielt wurde. Ich meine, in den Rathausstufen 7, 8, 9 spielst du natürlich die Riesen sehr, sehr gerne mit Hawkridern im Backend und Riesen mit Heiler und so weiter. In den höheren Rathausstufen wird dann noch ein Riese ab und zu mal genommen, aber so Massriesen und so gibt es da ja in der Regel eigentlich nicht. Also bekommt ein bisschen mehr Trefferpunkte, ist auch minimal. Die Flammenschleuder finde ich viel zu stark. Deswegen bekommt die auch den größten Buff. Kleinen Moment, ich muss eben mal schnitzeln. So, deswegen bekommt die auch einen riesengroßen Buff. Also erstmal ist die Hit-Range oder der Radius wird ein bisschen reduziert. Hier steht aber jetzt keine Angabe um wie viel. Aber sie steht jetzt etwas länger auf dem Feld. Aber die DPS, die runtergehen, die sind schon heftig, muss man sagen. Von Level 1 auf Level 4, das sind immer 40 weniger da unten bei Level 4. Und ich finde es aber eigentlich ordentlich, weil diese Belagerungsmaschine kann schon den entscheidenden Unterschied bringen. Muss ich sagen, ich hatte eigentlich erwartet, der Kampfholzwerfer so ein bisschen genervt wird, denn der, finde ich, ist im Moment hier wirklich die stärkste Waffe. Die Supermauerbrecher werden natürlich so ein bisschen angepasst an die neuen Mauern HP. Das heißt also, sie machen ja immer so 40-fachen Schaden an den Mauern und die normalen Mauerbrecher, und die werden jetzt natürlich angepasst. Also die Skillpoints werden dementsprechend an den Mauerleveln angepasst. Es gibt hier die Bowler, die auch etwas mehr Trefferpunkte jetzt haben. Auch die werden sicherlich dann wieder ein bisschen mehr genommen, obwohl hier sprechen wir noch von den normalen Bowlern und auch von den normalen von der normalen Walküre, die etwas mehr Trefferpunkte bekommt. Also auch das ist sicherlich eine Truppe, die in den richtig, richtig hohen Rathausstufen eher weniger genommen wird, habe ich immer so ein bisschen das Gefühl. Und damit kommt dann so eine Truppe immer mal wieder, wie gesagt, ins Spiel zurück. Die Werte könnt ihr euch selber entnehmen. Ich kann euch das PDF leider nirgendwo hinlegen, um das nochmal nachzuvollziehen. Aber ich gehe mal davon aus, dass im hiesigen Blog von Clash of Clans die ganze Tabelle hier nochmal aufgeführt wird. Die Supervalküre bekommt hier einen heftigen Buff, muss ich sagen. Also Healpoint um 400
vergrößert schon auf Level 7, 8 und 9. Nicht mehr ganz so stark, doch bei 9 auch noch 400. Aber bei 8 sind es auch 400. Okay, es sind immer 400 Trefferpunkte mehr. Allerdings ist der Speed hat sich etwas, oder die Range, nee, der Attack Speed von 1,8 zu 1,1 Sekunden. Sie ist also nicht mehr ganz so schnell. Ja, und sie bewegt sich auch nicht mehr ganz so schnell, beziehungsweise nicht mehr so viele Felder. Nicht mehr 3,5 Felder, sondern nur noch 3 Felder pro Sekunde. Und der Radius ihrer riesengroßen Streitaxt beträgt jetzt 3,5, beziehungsweise ist auch ein bisschen größer jetzt von 3,5 auf 4. Also ein bisschen langsamer, dafür ein bisschen weiter und dafür etwas weniger. So muss man sagen. So, jetzt kommt ein langes weißes Blatt. Ah, okay, die Zauber bekommen auch einen kleinen Buff und einen kleinen Nerf. Also der Klonspell wird ein bisschen angepasst auf Level 4 um ein Cap mehr. Also was er klonen kann, 28. Obwohl 28 kann er jetzt wirklich 27. Da muss ich eben mal nachschauen. Klonspell, wo bist du? Hier bin ich. Klonspell ist dort. Klonspell Kapazität 34. Wieso steht da eigentlich New Cap 22 und 28? Das sind die unteren Stufen. Ich habe hier jetzt gerade ein anderes Dorf vor mir. Das sind die unteren Stufen. Der geht ja bis 7 hoch. Alles klar. Der Skeleton Spell, dort gibt es immer ein Skelett jetzt mehr pro Count. Ist sicherlich, ob das den feinen Unterschied macht, weiß ich noch nicht. Kaputte Siege Cards, also Maschinen, sind immun gegen Heal Spells. Ja, sollte eigentlich auch so sein, dass man die nicht wieder hochheilen kann. Und das ist jetzt wirklich, das ist wirklich eine traurige Geschichte, aber eigentlich finde ich es jetzt für diese Zeit angepasst. In Clash Universe möchte man jetzt so ein bisschen abseits des echten Lebens hier agieren und möchte jetzt die Nationalflaggen komplett entfernen. Also sie werden wirklich komplett entfernt. Wenn ihr euch alle Flaggen gekauft habt, bekommt ihr das Ganze dann in Gold wieder zurückgezahlt. 100.000 kostet so eine Flagge. Und alle werden also refundet. Also ihr bekommt das Geld in jedem Fall wieder. Aber die Flaggen sind weg und die wunderhübschen Bases sind damit auch leider Geschichte. Und so sieht das Ganze dann am Ende hier aus. Das heißt also, es gibt nur noch die Kaufflaggen hier, beziehungsweise die Rally und die Point-Flaggen und die weiße Flagge nach wie vor mit Elex. Aber alle anderen, beziehungsweise dann nur noch die Piratenflagge, gibt es dann, glaube ich, mit. Können wir gleich gucken. Ich glaube, die kostet ja Gems. Es gibt was Neues in den, ja, ich hatte ja gesagt, der Cap der Überfallmedaillen ist auf 5000 gedeckelt und sie machen es jetzt genauso wie bei den normalen Medaillen auch. Also mit den normalen Liga-Medaillen, wenn ihr dort am Cap seid, 2500, dann bekommt ihr dort auch pro 100, glaube ich, ein Gem. Hier ist es genauso. Ich meine, ein Gem pro 100 Medals, dann gibt man es doch, glaube ich, lieber aus. Denn Gems findet man hier in Clash of Clans doch auf andere Art und Weise wieder. Und im nächsten Preview, ja, gibt es einige Changes bei den Clan-Kapitel-Rays, also bei den Überfall. Ja, apropos Überfall. Ich muss noch den Überfall starten hier. So, da sind wir wieder in Clash of Clans. Ich muss den Überfall noch starten. Aber wir wollten erstmal in die Flaggen kurz mal reingucken. Und zwar findet man die hier unter Decorations oder Dekorationen. Und ihr seht hier, die kosten immer 100.000. Und die Liste wurde ja und ist ja auch nicht. Also ich denke mal, es sind alle Flaggen vorhanden, in deren Sprachen es Supercell oder Clash of Clans auch gibt. Und gibt dann halt nur noch hier hinten die Piratenflagge und vorne die beiden, was ich jetzt nicht so schlimm finde. Ich meine, ich habe mir die früher mal gegönnt, aber heute mache ich das auch nicht mehr. Sollte man dann letztendlich, kann man ja mal wieder tun, aber ich meine, die Bases mit den vielen, vielen Flaggen sind schon schön und die Leute haben sich ja auch immer richtig was einfallen lassen und haben sich die nicht umsonst gekauft. Vor allen Dingen, wenn du am Cap bist irgendwo, aber das Gold- und Elixier-Cap gibt es hier ja nicht mehr. Also so nach dem Motto, oh, ich habe Gold und Elix und weiß nicht, wohin damit. Immer in die Clan-Städte rein, würde ich sagen. Immer in die Clan-Städte rein. Und wir müssen aber hier noch das Überfallwochenende erstmal starten. Also Überfall starten, 2 Tage, 20 Stunden, jetzt mitmachen. Euer Überfall, los geht's. Perfekt, mache ich aber nicht mit euch.
Ne, gehe ich lieber raus. Ja, spiele ich lieber mit euch eine Runde so Clash of Clans, würde ich sagen. Wir suchen uns hier lieber einen Gegner. Im Heimatdorf ist mir das doch ein bisschen lieber. Oh, 750.000, okay. Was habe ich am Start? Was habe ich denn hier eigentlich drin? Ach komm. Okay, dann nehmen wir das mal so. Dann nehmen wir das lieber so. Na, der ist ein bisschen zu stark. Der hier ist passend, aber hat ein bisschen wenig Gold. Eieieiei. Okay. Der passt mir sehr gut. Yes. Der passt mir doch mal sehr, sehr gut. Oh, der passt mir sogar ultra gut. Alter Falter. So. So ist natürlich immer eine doofe Floskel. Ich weiß. Machen wir hier da weiter. Dass die Queen nicht ganz so weit abhaut hier. Denn die soll eigentlich nach da vorne gehen. Macht sie jetzt auch. Hoffentlich. Ich muss da auf jeden Fall das Lager wegkriegen. So, perfekt. Und einmal gewootet, da kommt der erste Held auf uns zu. Und dann schaffen wir ihn sicherlich das Rathaus. Wieso kommt da noch kein Held? Oh, da kommen ja Clanburg-Truppen. Okay, habe ich jetzt gar nicht gesehen, dass da ein paar Clanburg-Truppen kommen. Alles klar. Da kommen sogar noch mehr Clanburg-Truppen. Dann machen wir mal hier vielleicht auch so ein bisschen auf. Mal sehen, wie wir hier weiter vorgehen können. Das ist mir jetzt noch... Ich bin ganz ehrlich. Im Moment fällt es mir gerade nicht ein, wie ich hier weiter vorgehen kann. Aber okay. Mal gucken, wo der noch hingeht. Ja, okay, alles klar. Da kommt jetzt gleich ein King auf mich zu. Okay. Und den müssen wir runterstellen. Alles klar. Wir nehmen den mal. Und zocken hier jetzt durch. Ich mache die mal auf, Leute. Ich weiß es jetzt gerade. Ich hab mir jetzt eben eine verkehrte Clanburg, glaube ich, gegeben. Ich habe mir eben eine verkehrte Clanburg gegeben, glaube ich. Und deswegen müssen wir hier, glaube ich, mal kurz mal frosten. Einmal die Queen weggefrostet und hier nochmal heilen. Ja, wir kriegen auf jeden Fall ein bisschen was, aber wir kriegen da hinten die Töpfe nicht wirklich. Schaffen wir hier noch ein bisschen was? Ja, das schaffen wir noch. Die beiden können wir auch noch kriegen. Okay. Und dann machen wir den nochmal weg in Fries. Oh, schwierig. Ja, doofe Clanburg gehabt jetzt. Und deswegen ist der Angriff jetzt eher so ein bisschen semi hier. Aber noch sind hier noch ein paar Heiler am Start. Das ganze Dunkel lassen wir leider liegen. Ja, nicht ganz. Wir kriegen da hinten noch den einen Bohrer, aber Tunnler in Heilung, ist auch immer schwierig, aber es sind noch ganz schön viele, ne? Und da sind auch noch so ein paar in der Range des in der Range oder in der Aura des Warden. Und der Warden hat auch noch ein paar Trefferpunkte. Aber ich denke mal, 3 Sterne werden das nicht werden. Ich habe jetzt auch mal wieder kein Clanspiel mitgenommen. Es ist zwar mal wieder so klar, aber ich wollte eigentlich sowieso ein paar Clanspiele hier löschen. Denn es gibt gewisse Sachen, die wir hier überhaupt nicht haben. Da muss man mal ab und zu über seinen Clan gucken. Und wenn man seinen Clan kennt, dann weiß man, im Moment ist hier keiner in der Legendenliga. Und deswegen macht das Clanspiel, mach mal einen Stern in der Legende, überhaupt keinen Sinn. Und dann sollte man das einfach löschen. Oh, aber doch noch ganz gut was gekriegt. Oh, lässt sich ja doch ganz gut sehen. Okay. Na, nicht die richtige Clanburg dabei gehabt. Okay. Und keine Mauerbrecher am Start. Also, eigentlich habe ich die immer. Die Supermauerbrecher gehören für mich einfach zum täglich Brot dazu. Und ich wollte aber ein Clanspiel löschen, nämlich das hier. Das wollte ich eigentlich löschen und auch das hier unten. Wir haben nicht so unten niedrige Rathausstufen. Und dann können wir das einmal löschen. Dann läuft das ein paar Minuten aus, 10 Minuten. Die warte ich eben mal, Clanstadt gestartet und euch die kommenden Updates vorgestellt oder die kommenden Update-Änderungen. Ich hoffe, es hat euch ganz gut gefallen für den Schritt ins Wochenende. Ich wünsche euch in jedem Fall ein schönes Wochenende. Wir sehen uns in der nächsten Woche wieder oder sonst wann. Zwinker, zwinker. Bis dahin. Danke fürs Zuschauen. Euer Toto. Clasht.